Also, heute Schlüsselübergabe und ich möchte euch jetzt meine Wohnung zeigen. Wir kommen sofort in den Wohnbereich. Es stehen leider noch keine Möbel da, aber hier kommt eine super Wohnlandschaft her mit Fernseher, allem drum und dran zum Wohnen. Ein Balkon mit super Ausblick auf den Kreuzberg und gleich, wenn ich etwas zum Essen will, die Küche. Leider auch noch keine Möbel hier, aber der Kühlschrank und ein super Abstellraum gleich daneben. Natürlich brauchen meine Eltern auch noch Platz. Da kommen wir gleich her. In den größten Raum natürlich, den habe nicht ich bekommen. Und damit ich auch mein eigenes Areal habe, können wir gleich nach hinten gehen, in mein Zimmer. Das befindet sich hinten, dass ich meine Ruhe habe und wird in den nächsten Tagen gleich eingeräumt. Große Begeisterung für den neuen Bau zeigten nicht nur die neuen Bewohner, sondern auch die Vertreter der Stadtgemeinde Krems. Wo gibt es das sonst noch, dass man mitten in der Stadt wohnt und eigentlich doch ein Ambiente hat, das einem irgendwie freie Luft vermittelt? Und zur Zukunft einer Stadt gehört die Lebensqualität. Was mir besonders gefällt an diesem Objekt, das ist der soziale Mix. Das Hilfswerk ist hier ebenfalls prominent vertreten. Das Niederösterreichische Hilfswerk hat diese Ausschreibung hier für den Standort, für die Betreuung dieser 25 Wohneinheiten gewonnen, hat darin Erfahrung, denn es ist bereits der 20. Standort in Niederösterreich, der vom Hilfswerk betreut wird. Die gemeinnützigen Wohnbauträger sind die wichtigsten Partner des Landes für den Wohnbau. Ich muss sagen, wir haben ein exzellentes Verhältnis mit den Genossenschaften. Wir haben davon 32 in Niederösterreich, eine große Anzahl, aber wir bauen auch unglaublich viel. Wir bauen im Jahr etwa 6000 Wohneinheiten, flächendeckend in ganz Niederösterreich. Wir sind mit dem geförderten Wohnbau in 9 von 10 Gemeinden. Nicht nur auf den nachhaltigen Wohnbau wurde hier besonders Wert gelegt. Hier ist auch die Innenhofanlage vorbildhaft gestaltet worden. Was in der Vergangenheit oft etwas unterschätzt wurde, ist die große Bedeutung des Freiraumes rundherum. Also gerade Stichwort Klimawandel, diese permanente Überhitzung gerade in den städtischen Bereichen, ist etwas, wo wir also schon vor Jahren begonnen haben, hier einen hohen Stellenwert einzuräumen. Und in dem Fall halt in Zusammenarbeit mit der Tour im Garten, das auch auf ökologischer Ebene zu machen. Jetzt schon beim Bepflanzen, aber dann auch später beim Betreuen und bei der Bewirtschaftung. Mit dem Einzug der neuen Bewohner wurde ein weiteres richtungweisendes Bauobjekt, der Gedesack, erfolgreich abgeschlossen.